Hallo liebe Mitglieder, liebe Sportlerinnen und Sportler und Freundinnen und Freunde des BSV Aurka. Die Sächsische Staatsregierung hat die Notfallverordnung vom 19. November ergänzt. Gültigkeit der neuen Verordnung jetzt bis 9. Januar, das war relativ klar. Für den Sport hat sich leider nichts zum Guten geändert, aber es hat sich auch nicht verschlechtert. Das heißt für uns, es darf weiter ein Rehabilitationssport auf Verordnung gemacht werden in den Gruppen, in denen ihr diese Reha-Verordnung habt. Für diejenigen, die sagen, ach Mensch, mit Reha-Verordnung geht, besorgt euch eine Reha-Verordnung beim Arzt. Ihr habt Anspruch darauf, dass ihr bei einer neuen Diagnose eine Reha-Verordnung bekommt, die von der Krankenkasse genehmigen lasst, und dann könnt ihr auch weiter Sport machen. Für alle anderen, die sagen, ich weiß wirklich nicht, wofür ich eine Reha-Verordnung kriegen soll, nutzt unseren YouTube-Kanal, schaut die Trainingsvideos an, die wir machen, nutzt vor allen Dingen auch unseren dynamischen Adventskalender, der läuft ja schon, ist schon Halbzeit eigentlich, genau, wir haben den 13.12. ist Halbzeit, wir haben heute das 13. Türchen, jeden Tag ganz unterschiedliche Übungen mit einem vom Team, macht einen riesen Spaß für uns, euch das anzubieten, macht dort einfach mit. Ansonsten gilt, der letzte Sporttag hier im Verein, auch für unsere Reha-Sportler, ist am 23.12. Weiter geht es dann am 3. Januar. Von meiner Seite her, bleibt gesund, kommt gut über die Feiertage, bleibt uns gewogen und trainiert mit unseren Videos. Macht's gut!